Willkommen zurück zu Dino Crisis. Es geht weiter und ich erspare mir den Laufweg, denn das letzte Mal haben wir ja festgestellt, dass uns irgendeine Registrierungsnummer fehlt. Ich habe jetzt aber nochmal überlegt, eigentlich kenne ich nur diese eine Registrierungsnummer, die wir im letzten Part gesehen haben. Und ja, ich habe einfach in die Aufnahme jetzt nochmal geguckt und würde sagen, wir geben die jetzt mal ein und dann können wir gleich hier an dieser Stelle weitermachen. So, ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann, die Daten des Personals, die einzeln in diesem Terminal registriert, um Daten schreiben zu können. Ja, okay, dann sollst du die mal kriegen. Außerdem, wir haben doch jetzt wieder Munition. Wir können wieder zur normalen Waffe wechseln, wenn ich es mal hinkriegen würde. So, Pistolenumbau nutzen mit den 34ern, genau. Also 34 Patronen. So, jetzt bleib doch bitte mal da drin. Objekt, ID-Karte nutzen. So, denn ich habe dann, als ich in der letzten Aufnahme nochmal reingeguckt habe, da stand ja auch was von wegen Laborarbeiter und so. Und deswegen passt das ja wunderbar. Und zwar hatte dieser Mark Doyle, seinen Namen habe ich auch mal aufgeschrieben, falls wir den noch brauchen, hat er die Nummer 57036. Die Registrierungsnummer wurde verifiziert. Bitte geben Sie die Fingerabdruckdaten ein. Willst du die Daten eingeben? Aber ich habe nicht seine... Aber das ist ja jetzt nicht identisch. Ich glaube, ich habe ja das überschrieben mit den, der hier... nicht der hier liegt, sondern der andere da. Ihr wisst schon, wo wir das letzte Mal waren. Da habe ich es ja nochmal überschreiben lassen. Nicht der, wo... Ich probiere es einfach mal, aber es wird wahrscheinlich nicht passen. Greife auf gewünschte Daten zu. Ja, das war klar. Fingerabdruckdaten stimmen nicht mit der Personalregistriernummer überein. Ah, damn. Aber gut, das war zu erwarten, weil wir hatten ja, wie gesagt, wir haben ja in irgendeinem Raum vom letzten Mal, weil ich gedacht habe, komm, das ist der letzte, nehmen wir den. Aber nee, es muss jetzt natürlich auch der draußen sein. Das geht jetzt aber ganz schnell, wie ihr seht. Wir sind ja hier. Den Laufweg, den nehme ich euch jetzt auch mit. Da müssen wir doch nochmal hin. Hätte ich gleich das zusammen machen können. Was soll's? Der Typ liegt da gleich da draußen. Das war vorhin... Ja, vor einem Part war das noch umständlich, die Räume zu erreichen. Aber jetzt haben wir alles ja von der anderen Seite geöffnet. Angenehmerweise. So, wir wissen ja, dass hier auch nichts passiert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wäre jetzt blöd, wenn die Leiche weg wäre, ne? Ah, so. Dann fangen wir an. Das muss ja dann hoffentlich passen. Weil das endlich mal hinter uns haben und ins Labor kommen. Ja, überschreiben. Und schon haben wir es. Wer weiß, vielleicht gab es von dem anderen Typ in dem einen Raum auch eine Registrierungsnummer. Aber ich habe mich jetzt nur an die erinnert. Und deswegen machen wir das jetzt so. Wieder zurück. Und wieder in die große Tür. Wunderbar. Und dann müssen wir zurück zu Rick, zur Kommunikationszentrale, denn da war ja, glaube ich, die eine Tür, wo wir die ID-Karte dann auch endlich benutzen dürfen. Beziehungsweise, nee, das war auch noch in dem anderen Raum, der hier ganz in der Nähe ist. Aber wir machen das jetzt erstmal fertig. Vielleicht kann ich auch in beide Räume, ich weiß es nicht. So, muss ich das jetzt nochmal von vorne machen, oder? Ja, der will jetzt nochmal die ID-Karte, ist klar. Macht Sinn. Hier. So, das müssen wir jetzt auch nochmal eingeben. Also, 570. Jetzt sollte er auch mit dem Abdruck zufrieden sein. Es passt. Sektion Physiklaboratorium. ID-Forscher Mark Doyle. Willst du die Kartendaten neu schreiben? Ja, bitte.
Kartendaten wurden überschrieben. Und jetzt haben wir die Datenkarte, kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Sehr gut. Ja, genau, das müssen wir eventuell nochmal machen, den ganzen Shows. aber nicht jetzt. Jetzt haben wir erstmal was geschafft. Jetzt muss ich nur wieder dahin kommen, wo das war. Dafür gucke ich am besten auf die Karte. Ja, wir sind fast da. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, ich kam von der Haupt... Nee, Moment. Bin gerade schon wieder verwirrt. Wo bin ich denn? Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss hier, ich muss nochmal zurück. Ich muss zur Haupthalle da hinten hin. Das ist es, wo ich hin wollte. Genau. Genau. Nochmal zurück. Und dann geht's endlich weiter. Ach, und ich habe noch einen Tipp bekommen. Aber das, das werden wir später checken. Jetzt will ich erstmal schauen, was mir jetzt möglich ist. Vielleicht passiert ja jetzt sogar was. Nö, hier noch nicht. Aber warum hört die Musik auf? Tut sie wahrscheinlich immer hier an der Stelle. Sehr leise gerade. Schnell durch. Die Fahrstuhlhalle, genau. Von dem Typen, der da liegt, haben wir das Zeug halt genommen. Und das war ein kleiner Fehler. Aber macht ja jetzt nichts. Wir konnten es korrigieren und können weitermachen. Du hast die Karte benutzt. Ah, schön. Halle B1. Schau, wo die hinführt. Darf ich selbst wählen? Anscheinend nicht. Oh, oh. Hi! Ach nee, komm, Mädel. Dino! Hey! Bist hier. Töte es. Töte es. Schieß schneller. Springen. Okay. Tot. Tot, tot, tot. Ist nicht tot. Ist nicht tot. Ich bin mir, Dino. Dino! Jetzt aber. Okay. Leute, nette Begrüßung. Immer diese schwarzen Fahrgäste hier. Also die Schwarzfahrer hier. Ich hab... das klang jetzt total rassistisch. Tut mir leid. Ihr wisst ja, was ich gemeint habe. Die Schwarzfahrer natürlich. Die können auch weiß sein. So, das hier werde ich wohl nicht benutzen können. Schalter betätigen. Nichts passiert, weil es rot leuchtet. Alte Weisheit ist ja nichts Neues. Und hier ist etwas für uns. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch Teil 1. Willst du die Akte lesen? Jo. DDK, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung, ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasiertes Schlüsseldekodieren Teil 1. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen statt Buchstaben befinden, können die Zahlencodes für Buchstaben darstellen. Cool. Hier ist eine Korrespondenzliste von Zahlen und Buchstaben zum Dekodieren. A ist 1, B ist 2, C ist 3. Ja gut, das ist einfach, aber was ab 10? Ich meine, dann wäre es ja theoretisch 1, 0 und... naja gut, mal sehen, wie das sich in der Praxis dann abspielt. Okay, aber merken wir uns im Hinterkopf. Alles klar. Ja gut, wenn wir ein Wort erkennen müssen, dann... erklärt sich das dann vielleicht auch nochmal. Bin gespannt, da freue ich mich schon drauf. Das Rätselsystem da wird erweitert. In dem Feld wird eine Karte von Ebene B1 gezeigt. Willst du die Kartendaten speichern? Die Kartendaten sind gespeichert. Die Karte steht nun im Kartenmenü bereit. Yay. So, was gibt's hier noch? Aha, eine wichtige Tür. Und ich hoffe, ich habe auch schon die richtigen Buchstaben. Ich habe nämlich noch eine komplett. Die werde ich dann hier wohl auch gleich testen müssen, ne? Das neue Sicherheitssystem. DDKL, ich meine die zu haben. DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Probieren wir es mal. Ja, wir haben es. Sehr schön.
Ach so, so ist das gemeint. Ja gut, dann ist es ja klar. Wobei es ja dann trotzdem nicht über Buchstaben hinausgehen kann. Es sei denn, die stehen dann enger zusammen oder so. Aber in dem Fall ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Bis 26 wird der Spaß gehen und ja, ihr seht es ja selbst. So, also, da hole ich mir doch meinen schlauen Zettel und wie immer, doch, hier ist mein Kugelschreiber. Ich habe ihn gerade noch eben gehabt für die Registrierungsnummer. Wenn der jetzt wieder weg gewesen wäre, dann hätte ich aber geschrien. Unser Schlüssel ist demzufolge C, D, E, F, G, H. So, habe ich jetzt auch nicht zu viel. Ich habe 6 Stück und da stehen 6 Stück. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, C, D, E, F, G, H, die es da oben eben zu entfernen gilt. Und dann hätten wir... Mal gucken. Und diesmal drücke ich definitiv auf Enter. So, F ist auch auf der schwarzen Liste, genau. Aber A und B nicht. Dann kommt jetzt ein A. Ab C darf ich nichts mehr machen. B. D, O. Das wird irgendwie so Labority oder so wahrscheinlich, ja? Labo. E ist verboten. G auch. H auch. R. Labor. F haben wir noch in der Liste. A. Labora. Ja, es ist eindeutig, was es wird, oder? Labora. Laboratori. Laboratori, so wie ich schon vermutet habe. Also, die Lösungswörter sind relativ naheliegend. Und jetzt auf Enter. Das CTK-Schloss ist jetzt offen. Yeah. Weiter geht's. Haupthalle B1. Da höre ich was. Wo bist du? Dino. Oh Gott! Ist der hinter der Laserschranke? Das klingt nämlich stark danach. Das ist etwas, was wir auch schon früher hätten nutzen können. Die Dinos sind nämlich so blöd und rennen dann immer gegen die Laserschranke. Ich glaube aber nicht, dass sie dadurch sterben, aber ich könnte ihn vielleicht erschießen. Oder? Ja, ich könnte... Das sind sogar zwei. Hallo. Hallo, Dinos. Was soll das? Was auf mit dem Mist? Ihr kommt hier nicht durch. Ihr werdet nur dabei sterben. Und ich helfe euch dabei. Und dann mache ich die Laserschranke natürlich auf. So nett bin ich. Mal gucken, ob der auch schon genug hat. Ich glaube, der lebt noch, der eine. Der andere ist tot. Oder der verarscht mich jetzt. Ist gar nicht tot. Zieht sie noch drauf? Mal schauen. Aha, wer steht denn doof? Dino! Hinlegen. Aus. Cool. Au! Das habe ich selbst weh gemacht. Aber ich glaube, das tut gar nicht weh. Also, es tut schon weh, aber ist nicht beträchtlich. So, okay, dann können wir jetzt aufmachen. Munition haben wir jetzt natürlich nicht gespart, aber definitiv Schaden, weil es bei zwei auf einmal hätte mich da garantiert einer angegriffen. So, habt ihr alle eine Blutlache? Bei dem rechts bin ich mir sicher, der ist ein zweites Mal aufgestanden, aber der links, ja, der auch. Okay, gut. Prima. Geht's weiter. So, großes Türchen oder rechts um die Ecke. Erstmal gucken, was hier ist. Wenn da überhaupt was ist. Nichts, okay. Dann um die Ecke. Aha, da ist die nächste Schranke. Ich höre aber keine Viecher mehr. Dann interessiert mich jetzt doch die Tür ein bisschen mehr. Bibliothek. Oh, hi. Warte, 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 warte. Oh, kann er nachladen? Nachladen des Todes. Okay. Sie muss also doch nachladen. Ah. So. Okay, ich glaube, der ist down. Wie geht's mir? Blute ich? Oh, ich blute, ich blute, ich blute. Habe ich ein... Aber ich glaube nicht, dass ich viel Schaden bekommen habe. Habe ich ein einzelnes? Ne, habe ich jetzt nicht. Eine Heilmittel? Mittel zum Mischen, Mixen-Icon zum Untermenü und das... Ach. Muss so eine Medizin verschwenden zur Stärkung des Körpers? Ne, wartet mal. Wirkt...
Ich weiß ganz genau, ich habe mir da was gebastelt und das drin gelassen. Zur Stärkung des Körpers, ja. Blutung oder nicht Blutung? Mir geht's jetzt nur um die Blutung. Ich könnte auch erstmal blutend rumlaufen, bis sie total kaputt ist. Kann ich mir das auch reinpfeifen? Das gefällt mir nicht, wenn ich blutend rumlaufe. Sie wird so oder so ja irgendwann wenig Leben haben, also kann ich es auch gleich nehmen. Komm. Oh, ist es jetzt vorbei mit dem Bluten? Oh nein, es ist kein Blutungsstiller. Ach komm schon, jetzt muss ich extra zurück, deswegen. Ich war mir so sicher, dass ich eins mitgenommen habe. So ein gemixtes Ding aus Leben und Blutstillung. Aber nö, natürlich nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Warte mal, doch, sie blutet noch. Das hört nicht auf, bis ich ihr da was gegeben habe. Es muss eine größere Runde sein. Muss mehr darauf achten, dass ich sowas immer mitnehme. Das ärgert mich jetzt nur so. Jetzt habe ich auch die Heilung umsonst genommen. Weil sie jetzt eh wieder Schaden bekommt. Schnell gucken, dass wir da zurückkommen. Da in dem Raum ist, glaube ich, jetzt auch gleich ein Stecker. Da wird wohl das Richtige drin sein, dass ich wahrscheinlich versehentlich rausgenommen habe. Willst du nach Ebene 1F? Ja. Eine andere Wahl habe ich ja nicht. Ach, da will man einmal jetzt weiterkommen und dann muss man wieder zurück. Aber gut, hier war doch... Ja. Hab ich zwei Stecker gebraucht. Das muss eigentlich hier drin sein, weil... Schauen wir mal. Stärkung des Körpers. Ne, das ist meine Ausrüstung da oben. Ne, das ist nur die Munition. Verstärker. Da ist nur das gute Zeug drin. Ach komm, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Wo habe ich denn das hin? Oder ist es das Heilmittel? Ne, zum Mischen. Das muss ich vermischen, damit das überhaupt einen Effekt hat, so wie das klingt. Das hat nichts mit Blutstillung zu tun. Ja, toll. Das finde ich super. Jetzt die ganze Zeit da locker flockig und jetzt kann ich hier wieder durch den ganzen Mist hier rumlaufen. Oh Mann. Weil ich meiner Blutung entgehen will. Oh, und jetzt auch schon wieder Überlegung, wo ich hin wollte. Wo ich hin muss, besser gesagt. Bin natürlich schon wieder falsch abgebogen. Ich muss nämlich... Obwohl, kommt da hinten auch noch eine Kiste. Ja, wenn ich das auswendig wüsste, ne? Ich werde verbluten, bis ich das Richtige finde. Ganz klar. Gegenüber. Doch, da will ich hin. Sowas von verbluten. Da lang. Vorhalle, genau. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Da war ja unser erster Stecker, da müsste hoffentlich was drin sein. Auf der anderen Seite. Naja, aber wie ihr merkt, sie läuft auch noch ganz normal, also... Und mir wurde auch schon bestätigt, dass der einzige Hinweis, wie es ihr geht, so wie sie läuft, es geht ihr immer noch gut. Es ist jetzt nicht so ein Ding, das sofort... Also man sollte halt sich schnellstmöglich drum kümmern, aber wenn es mal ein bisschen länger dauert, ist es auch kein allzu großes Problem. So, wenn ich jetzt da durchlaufe... Ne, da bin ich falsch. Ich muss durch den Speicherraum... Durch den Speicherraum laufen. Was sind das eigentlich für graue Kästchen? Was? Ach ja, das sind ich weiß schon, die Lüftungsdinger. Alles klar. Komm zurück. Natürlich werde ich mir dann auch gleich noch was davon einpacken. Von diesen Stillern. Alles nur, weil ich auf einmal nachladen musste. Die ganze Zeit war das nie der Fall, ne? Und auf einmal, bams, hat's mich voll erwischt. Aber so ist es halt meistens. Ja, haben wir wieder schön getrödelt, den Part. Schon voll getrödelt hier. In so einer Lappalie. So. Das macht mich auch nicht traurig hier. Genau, Blutstiller nehmen wir gleich zwei mit. Mitnehmen. Und ich nehme jetzt auch nochmal Medizin L mit. Ich werde das gleich nochmal vermischen. Habe ich noch mehr Blutstiller? Warte, oder habe ich schon was mit Blutung? Hier.
Hier zum Beispiel. Gut, dann werde ich es nicht mischen, dann werde ich das jetzt nehmen. Dann dürfte das vorbei sein. Ich bin voll geheilt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie jetzt bekommen hat. Sie läuft noch gut. Eigentlich könnte ich auch einen einzeln nehmen. So. Hat aufgehört zu bluten jetzt. Jawohl. Weg ist das Blut. Und jetzt habe ich definitiv wieder eine Heilung, die mich sowohl heilt, als auch mir die Blutung stoppt. Und ich werde noch mehr daraus... Ich werde jetzt noch eins dazu mischen. Und dann sind wir erstmal wieder gut dabei. Medizin mixen mit Blutstiller. Ja. Wunderbar. Nochmal zeigen. Zur Stärkung des Körpers. Ne, das hat jetzt wieder nicht geklappt, oder? Zur Stärkung des Körpers. Okay, anscheinend habe ich es gemixt. Anscheinend habe ich das gemixt, aber es scheint nicht immer zu funktionieren. Warum? Eben da hat es doch auch, da hat's doch auch geklappt. Das verwirrt mich jetzt. Hätte ich den Blutstiller erst mit, keine Ahnung, mit dem Heilmittel mischen müssen? Oder muss ich das generell erstmal tun? Würde das was bringen, wenn ich das jetzt nochmal mixe? Wäre das jetzt wieder total dämlich. Ich weiß es halt nicht. Ach, toll, ey. Dann, keine Ahnung, M. Ich mach das jetzt einfach mal. Mixen mit Heilmittel. Mixen. Stärke. Menge. Oh, probier's mal, komm. Ah, tatsächlich. Jetzt, wenn ich das mit dem Heilmittel noch mische, dann habe ich jetzt hier eine vollständige Heilung und die Blutungsstoppung. Okay, ich muss es also dreifach mischen irgendwie. So, einfach reicht nicht und deswegen hatten wir gerade das Problem. Deswegen standen wir dann auch hier auf einmal ohne Blutung. Alles klar. Dann hat sich jetzt wenigstens das geklärt. Sind wir wieder ein bisschen schlauer bezüglich des Mixens. Gut, aber gut, jetzt haben wir erstmal ausgesorgt. Jetzt haben wir mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Heilung plus Blutstillungseffekte hier drin. Und können da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, ich könnte eigentlich auch gleich noch, weil es sich jetzt eh nicht mehr groß lohnt, könnte ich eigentlich noch einem Hinweis nachgehen bezüglich des Büros, wo wir uns die ganze Zeit gefragt haben, Mensch, was ist denn der Code von dem einen Dingens, wo wir nie was gefunden haben. Bevor wir doch da noch hin müssen, weil es uns eben fehlt, können wir es doch jetzt gleich machen, wenn wir eh schon wieder in der Haupthalle sind. Und zwar, dafür muss ich mir mal was angucken, die Bedienfeldschlüssel zum Beispiel. Wenn wir die prüfen, dann passiert gar nichts. Moment, prüfen. Denn mir wurde gesagt, scheint die Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Ja, ach nee, doch, ja, prüfen. Da steht ja nämlich, wartet mal, das, mir wurde nämlich gesagt, man kann die Dinger drehen, aber das stimmt ja gar nicht, die kann man nicht drehen. Aber wenn ich mir das hier so angucke, dann müssen wir es auch nicht drehen, dann steht das ja hier schon. 507, also das stimmt jetzt nicht, ich weiß, aber wenn wir uns vorstellen, das auf dem Kopf zu haben, dann hätten wir eine 702, ne? Aber ich schreibe es jetzt erstmal, also dieses soll sieht ja eigentlich aus wie eine 50. Okay, das andere macht keinen Sinn. Aber es könnte halt eine 7 auf dem Kopf 702 sein. Bin mir jetzt gerade selbst nicht so ganz sicher. eigentlich ist es eine 102. Kommt halt drauf an, wie, ja, wenn das spiegelverkehrt ist zum Beispiel. Was haben wir denn auf dem anderen Ding für ein Dings drauf? Das noch vielleicht zu stehen. Da haben wir Leo. Und das wäre 031 oder so. Ein sechsstelliger Code. Also das ist auf jeden Fall... Ja, aber wie gibt man das dann in dem Ding ein? Soll es dann von links nach rechts, wie es jetzt ist, oder von rechts nach links? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann. Ich glaube, das wird mich dann auch wieder ewig aufhalten. Also, ich schreibe es erstmal so auf, wie wir es hier hätten. Da hätten wir halt dann die... warte mal, schreibe ich mal hier hin. Also, erst schreibe ich mal hier Leo noch hin, oben drüber. So, Leo.
Und da hätten wir halt eventuell die 1-3-0. Ja. In der Reihenfolge. Und bei dem anderen, wie gesagt, hätten wir soll, das schreibe ich ja auch nochmal hin. Beziehungsweise umgedreht wäre es halt die 1-0-2. Nee, jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich es wieder spiegelt, also von rechts nach links hingeschrieben. Wenn, dann muss ich schon 2-0-1. So. Ja, habe ich das jetzt? Ja, hier auch, ne? Von rechts nach links. 1-3-0. 2-0-1, 1-3-0. Ja. Das wäre ein sechsstelliger Code eventuell. Könntest du es nochmal schnell probieren. Schnell ist relativ, ich weiß. Aber dann haben wir wenigstens alles, was wir schon mal gesehen haben, dann hinter uns und können dann wirklich vorwärts weitergehen. Das wäre doch was. Und was so gut verschlüsselt ist, muss ja eigentlich was Gutes sein, ne? Hoffe ich einfach mal. 201. Müssen wir halt jetzt mal gucken, in welcher Reihenfolge sie das gern hätten. Also entweder liest man es von links nach rechts oder von rechts nach links. Eins von beiden muss es ja sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob die... ob diese 1 wirklich eine 1 ist oder eine 7. Das wäre halt dann auch nochmal ein Versuch. So, aber jetzt erstmal mal hier eingeben. Die ollen Schlüssel. So, den hätten wir gern links. Steckt. Und der zweite. Rechts. So, dann kommt der Code. Ich hoffe, ich habe mehrere Versuche, ohne dass mir das Ding gleich wieder zufährt. Okay, probieren wir es jetzt einfach mal von links nach rechts, würde ich sagen. Davor vorausgesetzt, dass das eine 1 ist. Das wäre dann also eine 2, 0, 1, 1, 3, 0. Nichts, okay. Dann lesen wir das Ganze mal von rechts nach links. Das wäre dann eine 1, 0, 2. 031. Okay, dann gehen wir davon aus, dass die 1er 7er sind. Dann hätte man die 207. 730. Okay. Dann könnten wir noch die 702. Könnte natürlich... Das eine könnte halt auch... Nee, das ist jetzt schon richtig rum, ist es eine 5. Wenn man die 5 umdreht, ist es ja die 2. Hm. Denke ich mal. Wenn, da muss man alles umdrehen, ne? Nicht nur das eine. Ja. Oder vielleicht doch nicht. Soll. Hm. Okay, wir probieren es jetzt aber erst noch mit 702. Und, 037. Toll. Dann ist vielleicht doch die 5, dann ist das vielleicht doch eine 2, keine 2, sondern eine 5. Probieren wir es halt damit. 5, 0. Ich mache erstmal mit der 7, 7. Bei den anderen Buchstaben bin ich mir ganz sicher, dass die Zahlen stimmen. 5, 2. Okay, dann machen wir eine 1 da draus. Dann ist das eine 5. 0, 1. 1, 3, 0. Tja, cool. Das ist ja echt toll, ne? So, nachdem ich, mir die Zahl nochmal so digital aufs Blatt geschrieben habe und das Ganze umgedreht habe, ist mir doch aufgefallen, dass die 5 nicht zur 2 wird. Sondern eine 5 bleibt. Eine 2 wird es nur werden, wahrscheinlich, wenn es spiegelverkehrt wäre, aber nicht, wenn wir es umdrehen auf dem Kopf. Es bleibt so oder so eine 5. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, jetzt muss ich es gerade nochmal testen, ob wir wirklich alles mit 5 probiert haben. Oder ob ich nur einmal in... Ihr wisst schon. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Hör auf zu labern und mach das jetzt hier. Sag mal, was passiert eigentlich? Oder vielleicht ist das Reinstecken schon das Falsche. Was ist, wenn ich, vielleicht geht's ja gar nicht, aber ich probiere mal, das den Einser ins Rechte zu stecken. Einfach so. Der steckt. Okay.
Und jetzt machen wir mal den zweiten da rein. Steckt. Der zweite Schlüssel steckt, doch nichts geschieht. Du nimmst... Okay. Gut, das wollten wir auch mal testen, ne? Aber gut. Können wir das auch ausschließen. So, dann machen wir das jetzt nochmal ins linke rein. Da haben wir wirklich alle Möglichkeiten durchprobiert, ey. Ist unglaublich. Und, ja. So, jetzt gerade nochmal mit der 5 probieren. Es kann doch nicht so schwer sein, mal ehrlich jetzt. Also wie gesagt, die muss links rein, also muss ich das auch zuerst eingeben. Ich glaube, richtig rum habe ich es schon probiert, wenn das jetzt eine 5 ist. Eine 507. Ja. Meisten jetzt ausgehen. 5. Also so habe ich es schon probiert, meine ich. 730. Ja, und jetzt machen wir es nochmal andersrum. Jetzt machen wir nochmal eine. Weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das ausprobiert haben. Die 705. Nee, Quatsch. Jetzt was wieder falsch schon gemacht. 037. Ach, das ist unglaublich, oder? Ich hab jede Kombination durchprobiert. Wirklich jede, die ich mir vorstellen konnte. Und es ist natürlich die letzte. Es ist die letzte. Es ist die letzte. Warum? Warum ich? Warum immer ich so? Okay, ist egal, wir haben es gelöst, also merken fürs nächste Mal, eine umgedrehte 5 ist immer noch eine 5, es sei denn, es ist eine spiegelverkehrte 5 und die 1 ist in solchen Fällen eher eine 7, sonst hättest du den einen Strich nicht gehabt und das Ganze mussten wir, weil wir es umgedreht haben, auch rückwärts eingeben. So, Mensch, dann haben wir es ja jetzt und es war auch wichtig, denn damit haben wir auch alles für L, nee, haben wir gar nicht, wir haben jetzt Schlüsselkarte L, ja, okay. Das ist gut. Eine Karte, das ein elektronisches Schloss öffnet. Das werden wir früher oder später oder vielleicht auch schon gleich brauchen. Ein L. Sehr gut. Ah, okay, dann geht's das nächste Mal. Aber definitiv im Labor weiter, da, wo wir zuletzt gebissen wurden. In diesem Sinne jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.